Servus zusammen und herzlich willkommen zurück in der Zombie-Apokalypse 7 Days to Die Alpha 15. Mal wieder im Wintersportgebiet, mal wieder ein Urlaub, mal wieder unterwegs in Sachen Nitrat. Diesen ganzen Bereich hier oben, den habe ich jetzt mal so ein bisschen abgegrast und habe mir da einfach die ganzen Nitratvorkommen noch geholt. Gestern spät Nachmittag, früh Abend. Und das sind 666, nicht schlecht. Jedenfalls fast zwei Fullstacks. Viel fehlt da nicht mehr. Das genügt ja auch echt mehr als ausreichend ist das. Kurzer Blick in den Kofferraum, gerade nochmal geworfen. Das kloppt man da nochmal rein. Ich habe nur ein paar von diesen Stümpfen mitgenommen. Das meiste habe ich gescrappt, weil das einfach Klamotten waren. Will ich jetzt nicht mit mir rumschleppen, aber ein lila Hunting Knife hier, ein Nachtsichtgerät. Alles in bester Qualität, also das lohnt sich halt einfach fett, die Dinger leer zu machen, diese Baumstümpfe. Aber das nur am Rande. Ich würde sagen, wir düsen mal noch ein Stückchen weiter, orientieren uns mal ganz kurz. Da kommen wir her. Dann nehmen wir noch die Straße da unten. Weiter Richtung Süden. Haben wir uns auch verdient, hier einfach nochmal ein bisschen Urlaub machen. Ich möchte jetzt nur mal wieder aus dem Schneebiom raus. Ist ja doch arschkalt und verdammt ungemütlich. So, da kommen wir eigentlich... Jetzt haben wir natürlich die Qual der Wahl. Okay. Da mal gerade für Ruhe sorgen. Ah, spontan. Gefällt mir das da oben besser, glaube ich. Fahren wir erstmal noch ein Stückchen in die Richtung. See what we see. Wie gesagt, nitratmäßig fast zwei Stacks. Das genügt vollkommen. Kann man erstmal so lassen. Ah, das hat aber schon auch seinen Reiz hier mit der Gebirgslandschaft, mit der eingeschneiten. Gefällt mir gut. Ich glaube, der Straße folgen wir mal ein Stückchen. Upsala. Und dann wäre mir eine Stadt nochmal ganz recht, glaube ich. Und natürlich am liebsten auch nochmal einen Shotgun Messiah. Was haben wir denn hier? Einen Shamway. Ist das hier schon eine Ortschaft? Pass and Gas. Okay, da könnten wir zumindest mal kurz die, die Zapfsäulen leer machen. Upsala, nicht übermütig werden. Also aber vielleicht einen kurzen Blick reinwerfen, ha? Okay, Bücherregal. Na, der Rest lohnt sich nicht wirklich hier, glaube ich. Nicht wirklich. Ich meine, die Fässer würde ich... Verflucht. Die würde ich schon ganz gerne mitnehmen, aber die nehmen halt so viel Platz weg. Das ist das große Problem. Stacken kann man die, glaube ich, nicht, oder? Gerade mal ausprobieren. Ach, die stacken auch. Die stacken. Ja, okay. Dann nehmen wir die natürlich schon mit. So. Ach, so eine Fire Axe ist doch was Schönes, oder? Schöner Schädelspalter. Nein, packen wir die Kotze aus. Kein Munitionsmangel. Das ist ja nicht. Fliegen die Dinger eigentlich auch in die Luft? Ach, macht nicht den Eindruck. Friedhof, da meine ich, ist zumindest irgendwie so ein Wall-Safe in der Kapelle. Den könnte man natürlich schon noch mitnehmen an der Stelle. Gerade hier nochmal schauen, ob hier noch mehr Fässer sind. Nö. Mining Helmet, okay. Packen wir vielleicht ein paar Sachen in den Kofferraum und dann schauen wir da mal rein. Beaker, auch in einem Baumstumpf gefunden. Unglaublich. Mining Helmet können wir auch direkt scrappen. Weg da. Wenn ich einmal in Ruhe Inventarmanagement machen will, ganz ehrlich, Leute. Gehen wir nicht auf den Sack. Und ich treffe, glaube ich, die ganze Zeit mein Moped. Ich muss ein bisschen aufpassen. So, versuchen wir es nochmal. Weg.
Weg, weg. Okay, passt schon. Geh jetzt hier. So viel dazu. Ich muss fast gerade noch ein bisschen Platz machen, damit ich, falls ich da drin doch Loot finde. Wobei, das passt eigentlich, oder? Ein Leather Duster. Ja, ich behalte ihn erstmal. Den tanken wir gerade noch voll. Okay. Gut, dann schauen wir nochmal rein. Lass mich dir doch behilflich sein. Ich bin doch ein sozialer Mensch. Ups, Kollege. So, gleich haben wir es. Gleich haben wir es, Kollegen. Mit vereinten Kräften, oder? Kriegen wir das doch hin. So. Mhm. Ja, also jetzt müsst ihr es aber selber hinkriegen, ihr Leute. Hallo? Nicht die Hälftenkerzen auf der Torte hier, die untoten Kollegen. Und die hat es jetzt echt nach da oben geschafft. Nicht. In der schlummert ja sozusagen ein Spider-Zombie. Respekt. So, wenn wir jetzt in der Alpha 16 wären, wird der wahrscheinlich aufstehen. Naja, wobei. Ob sie die dann vielleicht auch so umbauen, dass die zu Crawlern werden und ihre Eingeweide so hinterher schleifen? Hm. Würde mir ganz gut gefallen. Okay, da ist der Safe. Da prügeln wir uns gerade mal rein. Und Schrott. Danke dafür. Das ist auch kein schlechter Schädelspalter, kann ich mir vorstellen. Hier so ein Pickaxe. Mhm. $40. Nicht schlecht. So, na, das genügt auch fürs Erste. Schauen wir nochmal auf die Karte. Jetzt haben wir hier natürlich die Qual der Wahl, aber ich denke, fahren wir mal in die Richtung weiter. Ah, doch auch wieder sehr, sehr weitläufig, das Schneebiom. Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Fahren wir vielleicht nochmal querfeldein Richtung, was ist denn das, Richtung Westen darunter? So ein Stückchen und dann im großen Bogen quasi hier südlich zurück. Dann schauen wir mal. Ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt. Erstmal hier noch ein bisschen querfeldein und einfach hier nochmal den restlichen, also den zweiten Nitrat-Deck möglichst noch voll kriegen. Einfach mit dem, was uns vor die Füße fällt. Okay, da geht die Straße weiter. Machen wir hier nochmal einen kleinen Schlenker durch den Wald. Und wenn wir auf Anhieb jetzt nichts finden, ist es auch scheißegal. Davon habe ich einfach genug. Na, hier erkenne ich jetzt zum Beispiel auch keins. Wobei, das könnte eins sein. Ah, ziemlich sicher. Da fahren wir gerade mal hin. Will ja hier jetzt nicht umsonst einen Umweg gemacht haben. Soll sich ja schon lohnen. Aus der Bahn. Hat ihm nicht gefallen, habe ich den Eindruck. So. Ja, kommst du, um dich zu beschweren? Abgelehnt. Und nicht mal Geschenke dabei, was für ein Penner. So. Hier beginnt wieder ein grünes Biom. Auch nicht so schlecht. Wir fahren mal in die Richtung weiter. Da war ja noch eine Straße. Folgen wir dir einfach noch ein Stückchen. Naja, das passt dann auch. In Sachen Nitrat ist das vollkommen ausreichend. Dann geben wir mal Gas. Back on the road. Und in der Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch irgendwo ein kleines Städtchen auftun.
Von mir aus auch im Wasteland. Wobei, ich glaube, Städte gibt es in dem Sinne gar nicht im Wasteland, oder? Naja, gut, okay. Ich meine, die Hub City ist ja theoretisch auch im Wasteland und die zweite Stadt, die wir da noch entdeckt haben, mit der Ferienwohnung ebenfalls. Aber ich glaube, wenn man so über einfach so auf ein großes Wasteland-Biom trifft, stößt, ich glaube, da sind die Chancen relativ gering, dass da mittendrin eine Stadt steht, oder? Habe ich zumindest jetzt irgendwie noch nie so wirklich wahrgenommen. Alle anderen Biome schon. Aber vielleicht täusche ich mich auch komplett. Das mag auch sein. Mann, 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 ey. Ich kann es echt kaum erwarten, dass die Alpha 16 rauskommt. Allein schon dadurch, dass die ganzen Sachen einfach auf Distanz rendern, das wird einfach... Das wird einen massiven Unterschied machen, einfach von der Optik her. Schon eine sehr, sehr coole Nummer. Ich hoffe mal, dass es nicht auf Kosten der Performance geht, aber mittlerweile habe ich da doch relativ großes Vertrauen in die Funpimps, dass die das schon ordentlich umsetzen werden. So, wo will ich denn hin? Weiter westlich muss ich jetzt nicht unbedingt, deswegen fahren wir doch hier mal einfach, biegen wir doch einfach ab. Wir haben ja die Qual der Wahl. Und wo ich gerade diese ein bisschen chaotisch angeordneten Straßen sehe, da haben sie wohl auch einiges dran rumgeschraubt. Also da hat Mad Mole auch schon ein bisschen was gezeigt von. Fügt sich alles ein bisschen hübscher ein, alles ein bisschen glatter, bisschen mehr smooth, wie man so schön sagt. Auch wieder so eine kleine Verbesserung, kleine Stellschraube, an der sie rumdrehen hinsichtlich Optik. Ja, ich kann es kaum erwarten, dass die Alpha 16 kommt. Wird zwar ein brutaler Kontrast, da wieder neu zu starten. Aber kann ich mitleben. Vollkommen okay. Ganz im Gegenteil, ist eine coole Sache eigentlich, mal wieder neu zu starten. Ja. Idyllisch, aber trostlos, muss ich gestehen. Okay, vielleicht gerade nochmal einen Blick auf die Karte werfen und dann nochmal einen kleinen Cut machen. Okay, ich folge einfach der Straße noch ein Stückchen. Und wenn sich irgendwas auftut, dann schmeiße ich die Aufnahme wieder an. So, ich dachte mir, ich mache an der Stelle nochmal Rast. Ein paar Kilometer habe ich gemacht. Naja, wahrscheinlich nur einer. Aber sieh an, schon wieder ein Schneebiom. Mittlerweile habe ich die Dinger echt im Überfluss. Werde ich mich jetzt aber auch nicht länger aufhalten. Da hinten ist nochmal eine bisschen größere Stadt, wie mir scheint. Und ich würde sagen, da düsen wir jetzt einfach mal hin. Wie wäre es denn am klügsten? Ja, wahrscheinlich tatsächlich der Straße hier noch ein Stückchen folgen. Und dann hier einfach ab durch die Pampa, mitten durchs Wasteland. Und dann Däumchen gedrückt, dass da ein Shotgun Messiah rumsteht. Auch eine interessante Mischung hier. Schneebiom, das direkt ins Wasteland übergeht. Würde ich auch nicht unbedingt wohnen wollen. Ganz sicher nicht. So, da taucht die Stadt also auf. Kommen wir hier rechts an dem See vorbei? Schwer zu sagen. Ja, ich würde sagen, wir fahren eher links rum. Auch keine schlechte Lage hier, das Häuschen. Wenn ich das mal anmerken darf. Hier ein schöner Ausblick, nicht weit zur Stadt. Gewässer in der Nähe. Grünes Biom, Wüstenbiom, Schnee in der Nähe. Eigentlich eine ziemlich geile Base-Location. Nicht so verkehrt. Ja, die ist doch groß genug. Da wird es wohl einen Messiah geben, oder? Gehe ich doch mal schwer von aus. Working Stiff ist natürlich auch nach wie vor nicht ganz uninteressant. Auch wenn mir die Nelgan mittlerweile relativ am allerwertesten vorbeigehen kann. Gebastelt wird sowieso nicht mehr. Jedenfalls nichts Aufwendiges. Doch trostloser, als ich erhofft hatte. Hm, eine Bank. Okay, fahren wir einfach mal
gegen den Uhrzeigersinn hier durch. Wohnhäuser, 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 Schrottplatz. Ich meine, okay, die haben schon auch Gun-Safes, aber wegen einem fucking Safe da jetzt extra in ein Haus reingehen. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Aber da muss ich mir eh langsam die Frage stellen, fahre ich jetzt noch weiter? Oder bleibe ich tatsächlich über Nacht hier? Gut, was ich natürlich tatsächlich anbieten würde, in der Nacht einfach die Bank ausräumen. Das könnte ich mir mal auf die Liste packen, der Optionen. Ja, das ist jetzt aber schon ärgerlich, also. Noch keinen einzigen Laden entdeckt, bis auf die Bank. Wo sollen sie denn ihr Geld ausgeben? Sollen sie alle nur Autos kaufen hier? Schwierig. Was ist das denn nochmal für Gebäude? Das ist auch abgefahren da drüben. Werf mal einen kurzen Blick rein, würde ich sagen. Ich habe gerade überhaupt nicht auf dem Schirm, was das hier ist. Licht an. Oh, Hund. Wo? Rotflinte raus. Weiß auch gar nicht, ist heute Doggy Day? Nee, nicht, oder? Kümmern wir uns mal hier gerade um die Kundschaft. Ah, verdammt, der lebt noch. So, vielleicht mal kurz bandagieren, das wäre nicht das Dümmste. Und infected bin ich natürlich auch. Ein Glück, dass ich Antibiotika dabei habe. So, ich lade zum fröhlichen Tänzchen, Freunde. Witzige Nummer. Oh, doch nicht so witzig. Scheiße, ich häng fest. Okay, ich muss hier raus. Ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Alles ganz entspannt. So, zurück zur Tanzveranstaltung. Ich hätte einen Raketenwerfer mitnehmen sollen. Das wäre jetzt genau das Richtige. Weg da! Gibt's hier noch irgendwas von Belang? Sieht fast nicht so aus. Lohnt sich überhaupt nicht, die noch zu looten. Okay, ein bisschen Leserstoff. Warum nicht? Das lohnt sich einfach nicht mehr. Ne, ich glaube, wir können wieder gehen. Den lösen wir noch von seinem Leid. Das ist nicht so schön mit einem Arm. Gut, ich hätte ihm auch eine Bandage anbieten können. Nee, lass mal gut sein. Sag mal, also viele sind ja schon. Da fliegen die Fetzen. Ja, und da verabschiedet sich auch ein bisschen die Wellness. So, das dürfte aber jetzt gewesen sein hier, oder? Schaut ganz danach aus. Okay. Kurzen Blick ins Inventar geworfen. Das ist doch alles Schrott. Das essen wir vielleicht gerade mal. Das wird gescrapped. Scrap. Okay, die Kühe ist voll. Dann schmeißen wir ein bisschen das weg hier. Platz machen.
Gut, da ist das Moped. Hier gerade mal ein bisschen rumsortieren. Sweatshirt kann ich mir auch stecken. Das grabben wir. Paper stacked. Gut. Und schon ist es wieder 16:30. Darf natürlich die Zeit nicht ganz aus den Augen verlieren. Okay, hier drüben sind die Shops. Und was ist das da? Oder ist das nur so ein Café? Ah ja, nur so ein Dinner. Okay. Mhm. Finde ich aber optisch auch durchaus gelungen. Okay, dann jetzt auch mal Däumchen gedrückt hier. Da ist doch... Das müsste auch ein Bunker sein hier. Okay, das wäre vielleicht eine Option für die Nacht. Shamway Foods, kannst du ja total vergessen. Eine Bar. Und da ist der Working Stiff. Pff, will ich das? Echt, ich bin am Überhitzen. Könnte wohl an dem Ledermantel liegen. Ziehen wir den mal wieder aus. Nee. Ich würde sagen, wir kloppen uns direkt in den Bunker rein. Da verspreche ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr von. Und dann haben wir auch direkt eine passable Bleibe für die Nacht. Und werden dann morgen mal so langsam aber sicher die Heimreise antreten. Parken wir direkt vor der Tür. Fluchtfahrzeug. Wobei, naja, Bunker oder Bank? Wo war denn die Bank nochmal? Doch auch ganz in der Nähe. Hier, glaube ich. Ach, ist egal. Ich hab Bock auf Bunker. Da hacken wir uns jetzt gerade mal rein. Hier das Ganze vielleicht kurz mit Frames blockieren ist vielleicht nicht das Dümmste. Das kann man auch noch ein bisschen verstärken hier. Wobei, ich befürchte ja fast, bevor ich da runtergehe, muss ich hier noch ein bisschen für Ordnung sorgen. Ja, das fliegt mir sonst echt um die Ohren hier. Ja, einmal im Kurzdurchlauf würde ich sagen. Weg da. So, der seid dann mal Ruhe. Ja, egal, ich klopp mich jetzt hier rein. So, und dann mal hinab. Eisentüre dürfte relativ schnell gehen. Ach, die hat zwei Layer. Okay. Jetzt aber. Dann machen wir was ganz Nettes, falls sich tatsächlich jemand hier durchhackt. Dann machen wir ein paar Spikes auf. Hier spawnen aber auch keine Zombies, oder? Hier unten drin. Ich glaube, da habe ich noch nie eine Begegnung gehabt. Das Einzige, was mir hier mal tatsächlich passiert ist, dass ich Besuch von einem Bären bekommen habe. Also der kam halt tatsächlich durch diesen Lüftungsschacht. Den hatte ich so als Notausgang eingerichtet. Und irgendwie hat sich der da durchgequetscht. Ich meine aber, dass es ein Alpha 14 war. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch möglich ist. Ob sie das geändert haben. Aber da schaut man dann schon ein bisschen dumm aus der Wäsche, wenn da plötzlich ein Bär im Bunker steht. Das war eher uncool. Okay, ganz safe. Bitte. AK-47 Stock. Mit denen würde ich echt ungern heimfahren. Der würde mir, wie sagt man so schön, der würde mir gut zu Gesicht stehen. Und natürlich ist er nicht dabei. Und es kommt grundsätzlich auch alles Schrott. Ja, das kannst du auch alles vergessen, ey. Ne, vergiss es. Kleine Planänderungen
Der Bunker ist zwar eine schöne Sache für die Nacht, glaube ich, aber ich. Ne, ich werde eher die Bank klären. Ich werde da mal ein bisschen aufräumen, damit ich das einfach schön in der Nacht looten kann. Hacke ich mich einfach wieder in den Tresorraum rein von oben, das hat sich ja bewährt. Da habe ich dann schön meine Ruhe. Kann die ganzen Safes in der Nacht auseinandernehmen. Und dann ist es eine runde Sache. Ja, und wenn ich da dann keine passenden Parts mehr finde, dann soll es wahrscheinlich einfach nicht sein. Das sage ich jetzt einfach mal. Okay, mal schauen, wo war die Bank? Ach, das ist es doch schon, oder? Ja, das ist die Bank. Ausgezeichnet. So, wir haben es ja geparkt, wird mittendrin. Vielleicht idealerweise doch so ausrichten, dass ich im Notfall hier schnell verschwinden kann. Okay. Dann bringen wir das Ganze noch zum Abschluss. Ich denke, ich mache es tatsächlich wieder genauso wie beim letzten Mal. Ich werde mich hier hochbauen. Quasi aufs Dach. Das brechen wir gerade mal wieder ab hier. Und werde dann dort die Nacht verbringen. Beziehungsweise im Tresorraum. Das ist aber garantiert irgendein metallartiges Material. Es hat zwar den Sound vom Holz, aber mit der Holzhacke kommst du hier definitiv nicht durch. So. Schon so auf dem Dach. Ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, ach, wir verkloppen da unten gerade noch ein paar, die ums Eck kommen. Dann soll es das auch gewesen sein für die heutige Folge. Und in der nächsten Folge, das nehme ich gerade schon mal vorne weg, machen wir uns einfach auf die Rückreise. Schauen. Also ich denke, in einem Tag werden wir nicht durchkommen. Ja, es ginge schon, wenn man ganz früh losfährt, aber irgendwo nochmal einen Zwischenstopp halten. Habe ich ganz gerne so, wenn ich, damit ich nicht so lange am Stück fahren muss. Einfach nochmal schön eine Etappe zwischendrin aussuchen, irgendwo eine Unterkunft über Airbnb oder so finden. Kostet ja alles nichts mehr heutzutage. In der Zombie-Apokalypse sind die Preise ja nicht nur für Immobilien, sondern für alles andere auch drastisch gefallen. Und außerdem ist, glaube ich, hier gerade Nebensaison, von daher passt das schon. Ach, alles lila Sachen. Ich lasse jetzt halt. Naja, ist egal. Weg damit. Weg. So, wieso flackert das eigentlich gerade so komisch? Das finde ich ja schon ein bisschen seltsam. Aber gut. Hier scheint alles ruhig zu sein. Dann bringen wir die Sache jetzt einfach zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Es wird noch ein paar Folgen weitergehen in der Alpha 15. Und ich sag Tschüss und macht's gut. Lasst euch nicht ärgern. Adieu, bis zum nächsten Mal.